So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Und das letzte Mal haben wir die Darok-Missionen zu Ende gemacht. Na, da war dann Varudania war los und so weiter. Und in der Zwischenzeit ist mir so eine Idee gekommen, hey, ich könnte ja mal euch fragen, welche Reihenfolge ihr ganz gerne hättet. Und diese Reihenfolge hat sich jetzt folgendermaßen kristallisiert. Daruk hat 6%, also ich habe definitiv mit dem richtigen Charakter angefangen. Mipha hat 62%, damit kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden jetzt mit Mipha weitermachen. Und Urbosa hat auch 6% und Revali hat 25%. Also wird die Reihenfolge sein, jetzt die nächsten Parts Mipha, dann Revali, dann Urbosa. So, warum leuchtet das Ding? Kann ich da was tun? Sonst von allen ganzen. Ah, das leuchtet, glaube ich, weil ich diesen komischen Radar anhabe. Wie auch immer, wir gehen einfach in die Mipha-Mission rein. Und ich weiß, wahrscheinlich kann ich jetzt wieder ausrüsten und alles Mögliche. Wir spielen einfach drauf los. Ja, wir spielen einfach drauf los. Ich werde das Spiel niemals zu 100% mit allen Waffen und Crocs und hast du nicht gesehen machen können. Aber wir spielen einfach und gucken, wohin es uns führt, ne? Weil so ein Dings-Warriors-Spiel. Die Soras leben im Dorf der ein Soras Quiet. in Ranel. Sie bevorzugen ein Leben in Wassernähe und werden um einiges älter als Angehörige anderer Völker. Mipha, die Sora-Prinzessin mit der Kraft der Heilung, wurde aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt, den Titanen des Wassers Varuta zu steuern. Mit Link an ihrer Seite begab sich Zelda zum Dorf der Soras und erhielt eine Audienz bei König Dorifan. Doch dann. Oh nein, was wird nur passieren? Werden wir etwa von Gegnerhorden überrannt? Ich wollte sagen, so ein Spiel wie XYZ Warriors, ne, es gibt ja auch One Piece Warriors, Dynasty Warriors ist, glaube ich, das Original. Die sind einfach enorm groß, was 100% Mipha angeht. soll einen der Titanen steuern. Ja, mein Vater, König Rohan, vertraut ihr voll und ganz. Ich bitte euch, gebt euren Segen. Es geht mit großer Gefahr einher, einen Titanen zu steuern, um die Verheerung zu versiegeln. Wie es heißt, ist der ersehnte Ritter noch nicht erschienen. Und die Vorbereitungen auf die Verheerung sind mangelhaft. Dennoch. Unsere Tochter darf sich auf keinen Fall in solch eine Gefahr begeben. Aber. König Dorifa, ich bringe Neuigkeiten. Link, du bist wirklich groß geworden. Dennoch, du scheinst der gleiche. Oh. Ist der Kleine ein Wächter? Wie süß. Prinzessin Mipha! Eine Horde von Monstern nähert sich vom Donnerhorn aus dem Dorf. Und mein Vater? König Dorifan höchst selbst führt unsere Krieger der Bedrohung entgegen. Oh. Prinz Sidon ist ja gar nicht bei euch. Sidon wird vermisst? Also wir kümmern uns um Sidon? Hilf du den Dorfbewohnern? Sehr wohl. Sidon muss da ja noch ein kleines Kind gewesen sein, ne? Ja, alles klar, stöhn mich erstmal an. Okay, also wir spielen offenbar, geht's los? In der Stadt von den Zoras. Ja. Cool. Ich werde Sidon suchen, dabei
auch jedem Dorf heilen. Bitte gebt mir mit Link Rückendeckung. Und ich kann auch Mifa spielen, klar. Ist jetzt die Mifa-Mission. Ich bleib natürlich bei Link. Ich werde jetzt die Charaktere hin und her wechseln. Zumal Mifa noch gar nicht trainiert ist. Die müsste ich dann erstmal hochkaufen. Besiege den Elektro-Pyromagus. Okay, ich hoffe, aber ich kann mich ein bisschen umgucken, ne? Krog-mäßig. Ich will ein bisschen auf jeden Fall erstmal hier rumwuseln. Da unten ist die Karte. Kann ich die wieder klein machen? Nein. So genau. Perfekt. Hier ist Zora Hauptmann. Hier ist das Zeug. Da waren die Tafeln, die man lesen konnte im Original. Ah, sieht, es ist schon cool, wieder so an diesen Orten zu sein, ne? Aber halt anders. Auf andere Art und Weise. Gleich wieder in die Schlacht ziehen. Gar kein Bock. Okay. Ich denke, hier ist nichts, was ich verpassen könnte. Das scheint mir hier einfach eine Fläche zu sein, um die abzustellen, bis es losgeht. I don't know. Kann ich da hoch? Oha. Ah, das hat ja viel gebracht. Okay. Was ist da? Wait. Das ist ein Krog. Oh, Himmel, hilf. Da waren... Okay, also die sind auch in Ballons. Ja, gut. Also muss ich... Oh, ich muss überall hingucken. In die Luft, in den Himmel, überall. Okay, wuseln wir mal langsam los. Rette die Verletzten zu eurer Hauptmann. Ja gut, die sind noch... Die können noch eine Weile verletzt sein. Das ist okay. Moin. So. Zack, jawollo. Sehr schön. Aua. Tschüss. So, da ist schon der erste. Da ist ein Elektro-Magus. Okay, kriegt er gleich mal einen Pfeil ins Gesicht. Oder ich auch. Ich krieg erstmal Elektro ins Gesicht. Geht aus. Das geht auch klar. Gar kein Problem. Aber treffe ich den überhaupt? Ja. Nicht so erfolgreich, aber ich treffe ihn. Oh, da ist auch Mifa und Zelda sind auch dabei schon. Okay. Haben alle nur auf mich gewartet. Ich habe mich erstmal hier rumgetrödelt. Erstmal rumgetrödelt. Zack. Jawohl und tschüss. Ah, sie heilt die jetzt alle, ich verstehe. Okay. Ach, und ich... Habe ich schon voll? Habe ich Dings schon voll? Wo ist die Taste gewesen? Hier, ne? Nee. Da. Ah, ich habe alles voll. Okay. Ich dachte, ich muss das immer erst aufladen, neu. Es ist noch voll. So, jetzt kann ich hier weiter. Wir warten kurz. Wir gehen erstmal... Ah, da geht's auch weiter. Hier scheint nichts weiter zu sein. Irgendein Luftballon in der Luft noch. Sehe nichts. Okay, dann gehen wir in wop, die Richtung weiter. Schön. Da ist Zelda wieder. Besiege den Moblin, um den Zora-Hauptmann zu retten. Ja, ich bin ja dabei. Aua. Jetzt kriegt er auf die Mütze. Jawollo. Ah, ich wollte ausweichen. Zu langsam. Und tschüss. Okay. Das hätten wir. Kriegen wir jetzt wieder eine Rettung? Besiege alle verblieben. Achso. Hier ist alles wieder in Ordnung. Hat noch jemand Zidon gesehen? Okay. Haben wir alle? Ah, ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Sequenz, um den zu heilen. Na dann nicht. Ja.
Oh, was? Wo? Ach so, wo muss ich hin? Ist da, wo der Punkt ist? Dann rennen wir mal schneller durch. Dann rennen wir mal ein bisschen schneller durch. Ah, Moment, ich muss Mipha wechseln. Das ist nicht Mipha. Ah, ich verstehe. Na gut, dann machen wir mit ihr kurz weiter. Was kann die denn so? Ah, Bomben. Bombe. Ja, nice. Ah, die kämpft mit dieser Lanze, ne? Ah, ja, der Lanze ist natürlich auch immer cool. Großer Fan. Wir waren siegreich. Ja, ist doch schön. Ich verfasse immer nicht die Gegner als Ziel, ne? Das vergesse ich immer. Habe ich die jetzt gerettet? Ah, ich muss den noch. Ich muss da hin. Oh. Da ist noch einer. Nice. Und tschüss. Oh, nice. Schöne Spezialangriff. Jawohl. Besiege die restlichen Gegner. Ja, alles klar. Hm. Okay. Haben wir das. Ah, ne, da ist noch einer. Na, wo ist er denn? Da. Ja, ich wie? Wo denn? Ja, wo denn? Was muss ich jetzt noch machen? Welche Gegner stören ihn denn jetzt noch? Er befindet sich in einem harten Kampf. Ich sehe. Ach so, der andere. Wo ist Link? Nein. Ah, Link ist auch gleich da. Okay, dann gehen wir da hoch. Ah, da ist auch Impa und Zelda. Okay. Dann sollen die mal da rumwurschteln. Viel Spaß. Ich gehe zum Hauptmann. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder ganz viel ausgelassen mit Erkunden und so, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich den da oben lassen kann. Das ist das Ding. Das war die falsche Taste, aber ist okay. So, mein Freund. Lass mal den Hauptmann hier in Ruhe. Ah, ich bin immer viel zu. Ja, jetzt ist es zu spät. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Und tschüss. Jawollo. Hm. Oh, nice. Gib ihm mir Stuff. Okay, ein Blitzmoblin wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Auf den habe ich jetzt ja gar keinen Bock. Ich würde mich jetzt gerne erstmal wieder ein bisschen umgucken, wenn ich das dürfte, nein. Liebes Spiel. Nein, okay, Mipha, dann nicht. Wenn sie nein sagt, dann nein. Das ist auch wieder. Also das sind so riesige Maps, ne? Aber es ist ja cool, dass die Maps groß sind. Gar keine Frage. Ich will mich da gar nicht beschweren. Trotzdem gehe ich jetzt erstmal wieder den Weg zurück. Alleine schon um hier, ne? Da ist das immer manchmal so Stuff, was man mitnehmen kann. In dem Fall ist da gar nichts. Okay. Sehr gut. Gar nichts ist auch immer super. Also, ich weiß halt nicht, ob hier... Oh, wait, hier kann ich rein. Ah, die Truhe nehmen wir auf jeden Fall mit. Da kam irgendein Rüstungsgegenstand raus. Ist natürlich... Ich weiß, es ist natürlich dumm, diese ganzen Sachen mitzunehmen und dann nie ins Menü zu gehen und mal die Waffen und so weiter zu wechseln. Aber, ja. Es ist einfach... Wenn man sich da nicht so auskennt, es ist einfach überfordernd, ständig alles zu wechseln. Man kämpft einfach mit dem, was man hat, solange es läuft. Also ich denke, ich werde dann anfangen, Waffen zu wechseln und Krams zu verbessern, wenn ich nicht mehr vorankomme.
So, tschüss. Und die muss ich sowieso hier wegräumen. Ich meine, es trainiert mich. Und die sind ja danach ja auch. Bleibt ja weg. Ah, guck mal, hier ist eine Truhe. Die habe ich übersehen. Exalbumerang. Ja, 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 ja. Okay. I see, I see. So, gehen wir nochmal hier runter jetzt. Mir scheint jetzt ja nicht, dass das da irgendwie jetzt alles dramatisch schnell laufen muss. Das ist alles safe hier. Aber ich sehe auch keine neuen Crocs. Weiß nicht, ob die hier so im Boden sind oder alle in der Luft. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal hier rein. Räumen mal die Meute hier weg. Jawohl, kann ja alles nicht schaden, hier aufzuräumen. Na, was weg ist, ist weg. Okay. Warum ist hier wieder so eine Basis, die ich einnehmen kann, glaube ich. Das ist ganz gut. Wer ist hier der Boss? Gar kein Boss da. Ah, ich glaube, man muss die erst so ein bisschen erledigen und dann kommt der... Aua! Und dann kommt der Boss, genau. Ja, moin. Jawohl! Nice! Weg mit dir! Und zack. Das ist die falsche Richtung. Ne, es passt sogar. Okay. Und die Missionen gehen ja erstmal nicht weiter, solange ich nicht diesen Blitz-Moblin besiege. Also sollte das alles passen. Solange kann ich mich, denke ich, umgucken in Ruhe. Das ja ganz gut wäre. Oh, nice. Das hat mich geheilt. Also hier ist aber auch nichts Krokartiges zu sehen. Auch in der Luft keine Balance mehr. Nee. Okay. So, alles weggeräumt hier. Nee, ich sehe nichts. Ich sehe ja nichts. Okay. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir ja sowieso in die Nähe da, wo wir hinwollen. Bams. So, Dalle. Da müssen wir jetzt noch nicht lang, also gehen wir da jetzt mal lang. Man kann ja auf dem Weg auch schon mal Sachen wegräumen, ne, die da im Weg sind. Die dann nachher nicht mehr im Weg sind. Ich denke, das ist ganz gut. Wie dich zum Beispiel. Euch. Kann man hier nachher einfach durchlaufen. Hier muss doch bestimmt irgendwas sein. Nee, sieht nur so aus. Zack. Okay. Ich mag es einfach. Diese Gegend, das ist alles. Dieses Zorra-Reich ist sowieso auch im Birth of the Wild schon so cool gewesen. Gar keine Frage. Großartig. Okay. Aber ich weiß gar nicht, was der König sich so anstellt. Das kann doch gar nichts passieren. Es ist bestimmt total ungefährlich, den Titanen zu steuern. Und Mipha wird auch ganz sicher überleben. Ich sehe da gar kein Problem. Ich meine, in einem Zelda-Spiel stirbt doch niemand. Von den Guten. Okay, so. Wir sind wieder am Anfang, ne? Ah ja. Ach du Grüne. Ah, wir werden... Oha, wir werden nachher außen rum gehen. Wir werden nachher komplett außen rum gehen. Bis hoch zu dem Donnerberg. Eieiei. Ich verstehe.
Na, vielleicht gehen wir da jetzt nicht lang. Jetzt gehen wir mal zu dem leuchtenden Punkt. Bin ja schon unterwegs. Okay, schneller wird's nicht. Aber ich sehe. Ist da ein Sound, der mir was sagen soll? Oder ist das Zufall gewesen jetzt? Sollte mir das irgendwas sagen oder war das einfach nur Zufall? Weil ich sehe nichts. Nee, ich glaube, es war Zufall. Okay, hier hoch. Aha! Erwischt. Geld. Geld ist jetzt ja super wichtig, nachdem wir, ne, wir müssen ja Dings machen. Hier, weißt du schon. Wenn wir einen neuen Charakter haben, müssen wir den ja erstmal hochkaufen. Was ich echt super praktisch finde. Keine Ahnung. Ist hier Mipha? War das gerade Mipha? Ja, Mipha ist hier. Mipha kämpft hier fleißig. Unterstützen wir sie mal. So. Und dann gehen wir mal hier in die Höhle. Wir räumen da auf. Jawollo. Und da gibt es einen Maxi-Barsch. Ja, ich habe auch die Rezepte bisher nicht genutzt. Die Rezepte werde ich halt auch nutzen, sollte ich meine Mission nicht schaffen. Dann kann man die Rezepte nutzen, dass es besser wird. Dafür sind sie ja dann da. Okay. Okay. Ich weiß, ich kann schon längst wieder A einsetzen, aber das würde ich gerne bei dem Blitzding dann machen, bei dem Hauptboss. Wie? Oh, apropos Hauptboss. Oh mein Gott. Bei Mipha, ich meine, bei den Goronen hat dieser Lava-Dings gewartet, ne? Theoretisch wäre auf dem Donnerberg ein Leune. Ist der Boss jetzt hier ein Leune? Also, for real? Oh, das hat nicht gereicht. Oha, ich glaube, der hält ordentlich was aus. Ich siege die Monster, die das Dorf der Zoras angreifen. Darf ich erstmal den erledigen? Hallo? Verbündeten Befehle erteilen. Auf dem Bildschirm Truppe im Menü kannst du Charakteren, die du nicht steuerst, mit Hilfe von A Befehle geben und sie entsenden, wohin du willst. Ach, du Schande. Okay. Du? Blitzmoblin? Blauer Moblin? Oha. Moblin? Moblin. Wo wird's denn kritisch? Wo wird's denn kritisch? Wo ist sie denn gerade? Da. Dann ist sie am schnellsten hier. Dann soll sie erstmal dahin wuseln. Wuselt sie jetzt dahin? Okay, sie wuselt jetzt dahin. Und Mipha? Ach, Zelda kann ich gar nicht steuern. Ah. Mipha ist aktuell hier. Ja, dann muss Mipha mal hier hin wuseln. Das ist ein normaler Moblin, den sollte sie hinkriegen. Und ich bin ja sowieso hier unten und mach den erstmal. Weil die dürfen nicht fliehen. Link, Mipha oder Zelda flieht. Wenn das passiert, ist vorbei. Dann ist die Mission vorbei. Also okay. So, hab ich jetzt richtig entsendet? Ich hoffe ja. Oh shit. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Der ist gleich down. Nämlich jetzt. Er ist der Experte in der Reihe, also sieh mir zu. Ist das ein Hinweis gewesen zu wechseln? Na, ich denke, ich werde gleich mit Link einfach hinterher. Ah, was machst du da? Ich werde gleich mit Link einfach hinterher wuseln. Der Zora-Hauptmann, welcher denn, wo denn, Hilfe? Welcher? Wo? Wo auf der Karte ist dieser Zora-Hauptmann, um den es geht?
Der Zora-Hauptmann, ja, alles blinkt. Alles blinkt, aber der Zora-Hauptmann. Eins von der. Okay, ei. Kann ich den kaputt machen, okay. Ja, wo denn? Falsche Richtung. Wo? Dem Zora-Hauptmann droht die Niederlage. Wo? Kann ich mal auf die Karte. Also, kann ich mal auf die Karte? Hier? Ist das da der? Ist da das Rote? Ist das der Zora-Hauptmann? Elektropyromagus? Was ist da? Da ist irgendwas, aber. Ah, warte, ich kann größer machen. Ah. Aber welchem Zora-Hauptmann droht die Niederlage? Eispyromagus? Den beiden? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Ich habe ja die da hingeschickt. Ich bin jetzt hier unten. Ich gehe jetzt da auch lang. Also, ich kann ja nicht anders als da lang gehen. Sofern ich den Weg... Hallo? Ach, hier raus. Sofern ich den Weg finde. Ah, schauen wir mal. Vielleicht ist die Mission gleich vorbei. Ja, ich... Wir sind ja unterwegs, glaube ich. Okay. Ja, ich bin, wir sind ja, wir tun ja, glaube ich, was wir können. Noch nicht sicher. Ah, nein, ich drehe in die falsche Richtung, Mann. Überhaupt nicht getroffen. Ja, ja, das scheint nicht so zu sein, aber ich kann mich auch nicht beamen, glaube ich. So, okay. So, ich renne jetzt mal ein bisschen schneller durch, dass ich da hinkomme. In der Hoffnung, dass ich so dahin komme. Weiß es nicht. Ja, chill. Okay, kann ich das hier ganz schnell wieder runterlegen? Jawohl. Sehr gut, das hat funktioniert. Einfach durch, einfach durch. Ja, wo ist denn das jetzt? Da, jetzt wird es auf der Karte nochmal angezeigt. Hä? Ist das da Mipha? Das grüne... Okay. Wenn das Mipha ist, gehe ich zu Mipha. Link, du kommst klar, ne? Mipha! Ich werde es versuchen! Ja, dies bei dem. Okay, ich verstehe. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt, der Hauptmann sollte jetzt mal nicht die ganze Zeit reingehen. Und ich auch nicht, Hilfe! B. Ist das eigentlich... Also kriegt der Hauptmann eigentlich was ab, wenn ich das mache? Ich hoffe nicht. Wäre nämlich blöd. So, jetzt. Okay, dann war das. Okay, huh. Dann haben wir es ja doch nochmal gerettet. So, zurück zu Link. Bei mir ist jetzt einfach ein Elektropyromagus aufgetaucht. Scheinbar bin ich einfach weitergelaufen. Auch okay.
treffe ich den denn immer nicht mit den Bomben? Mein Gott. Was kann ich eigentlich? Ah, ich habe ja den hier. Zack. Okay, schon viel besser. So. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin oder wo ich herkomme. Ah ne, da laufe ich jetzt zurück, oder? Also theoretisch bin ich gerade hier hochgekommen. Ich habe es nur nicht mitbekommen, weil Link einfach weitergelaufen ist. Was ja Sinn ergibt. Okay. Was ja Sinn ergibt. Zack. Einfach durch. Schön. Ja, hier ist alles gut. Die Festung steht. Hier ein Ballon. Nix. Nada. Niente. Pas de Ballon. Okay. Dann gehen wir weiter. Also mir scheint, in der Welt gibt es einfach gar keine Secrets bisher. Also bis auf diesen einen Krog am Anfang habe ich bisher nichts gefunden. Entweder ich bin blind oder es gibt halt nichts. Und ich verstehe, sobald ein Hauptmann rummeckert, muss ich wechseln. Und dann ist meistens jemand dort und hilft. Okay. Hier oben wäre doch jetzt eine Möglichkeit für ein schönes Versteck. Ah! Ah! Oh, verdammt, es gibt welche. Ah, okay, es gibt auch solche hier. Das ist jetzt nicht gut. Das heißt nämlich, wir haben bestimmt welche verpasst schon. Na gut, so ist es eben. Ah, jetzt... Okay, okay. Jetzt sind wir hier und da ist wieder einer, der kämpft. Wieder so ein Blitzmoblin vor allem. Okay, mein A ist gleich wieder voll. Ich mach mal die Kleinen weg, dann geht das A schneller auf und dann kann ich nämlich hier den hier machen. Wusch! Perfektiko. Dann haben wir hier nämlich auch aufgeräumt. Und haben schon 3 von 6. Sehr schön. Okay. Machen wir hier noch weg. Wo denn welcher? Ah, da drüben irgendwo. Okay, wen schicke ich da schnell hin? Ah, wir sind gleich dort. Wir sind alle gleich dort. Wo? Da ist eine. Befehl A. Wo ist die denn gerade? Die soll mal dahin. Ach, da wo ich bin, ist die auch gerade, oder wie? Nee, ich bin das. Ich wollte doch. Nee, passt schon. Ich wollte sie schicken. Passt schon. Und Mipha ist hier, die geht auch dahin. Wir gehen alle in die Zora Hauptstadt. Okay, ich verstehe. Und da ist auch die Party. Gut, dann ist hier aufgeräumt, dann kann ich hier raus. Okay. Falsche Richtung. Jo, ihr verteidigt hier, ja? Alles klar, cool, super. Wo rennen die denn hin? Hey, was machen denn die da drüben? Ach, da sind auch welche. Einer. Ah, ne. Ah, hier sind überall welche. Ja, moin. Ja, ja, ja. Ich hab doch schon Hilfe geschickt. Halte durch. Ja, ich hab das kapiert. Reiseschwert, okay. Gut, dass es hier kein Friendly Fire gibt, ne? Also das wäre es ja komplett. Tschüss. Aua. Jawohl.
Ah, das sah dann gut aus. Okay, der ist auch weg. Yo, wie viel hier einfach los ist. Kennt sich überhaupt nicht mehr aus, weil die alle blau sind. So wie die Toras. Okay. Alles klar. So. Tschüss, Baum. War nett mit dir. Ah, den krieg ich nicht kaputt. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Alles wegmetzen. So, tschüss, 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 tschüss. Hier nochmal drauf. Jawohl. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Genug gemetzelt hier. Genug gemetzelt hier. Oh, ich laufe falsch. Upsi. Ich bin da falsch abgebogen. Ich gehe ja schon zurück. Ich gehe ja schon zurück. Aber bisher meckert der da nicht in der Mitte, ne? Bisher meckern die nicht. Dann sollte alles okay sein. So. Okay. Dann gehe ich hier runter. Ah, da ist so ein Viech. Den mitnehmen auf jeden Fall auch. Nope. Nope, 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 nope. Okay. Ah. Okay, einmal aus der anderen Perspektive. Ist auch in Ordnung. So. Dann hier rein. Zurück zur Schlacht in die Hauptstadt. Hauptstadt ist gut, es ist ein Dorf. Es ist das Dorf der Zoras, ne? So. Okay. Und jetzt kann ich hier einmal mit A einfach reinmetzeln. Sehr nice. Sehr nice. Gut. Ja, Prinzidon ist zum Donnerhorn. Ich hab's mir gedacht, wir müssen hinterher und da oben wartet hundertprozentig ein Leune auf uns. Oh no. Toll! Absolut toll, ja. Und es gibt zwei Wege zum Donnerhorn, also könnt's auch da wieder. Ja, ja, klar. Also könnte es auch da natürlich wieder auf beiden Wegen Crocs geben. Ah, ist das doof. Ich kann doch nur einen Weg gehen jetzt. So, macht euch hier mal alle weg. Keiner interessiert sich für euch. Und einfach warten darauf, abgemetzelt zu werden. So, tschüss, Jankowski. Oh. Da kommen Dinge entgegen, die mir nicht entgegenkommen sollten. Aber hier oben könnte wieder was sein. Nee, schade. Oh boy. Geh weg. Okay, ich glaube, ich habe sie erwischt. Ah, oh, die habe ich nicht erwischt. Aber die habe ich auch nicht erwischt. Wieso daneben? Hilfe! Okay. Jetzt! Das wollte ich. Sehr schön. Irgendein Ballon in der Luft oder so? Ich sehe nichts. Okay, hier ist. Nee, hier ist die Map zu Ende. Ah! Ah, verdammt. I have feared it. Genau, und das Kind Sido. Natürlich müssen wir den Leunen bekämpfen. Das wird ja wohl hoffentlich nicht so schlimm sein wie im Original. Sonst habe ich gleich ein Problem. Was wird das nur für ein Ziel sein? Hilfe, aua. Aber die können nichts, die können gar nichts. Die sind viel schlechter als im Original. Sehr schön.
Aber sowas von schlecht. Ah, ist das schön, Leute zu besiegen. Und auch mal ausweichen zu können, Mensch. Fassbar. Ah, okay, er macht aber schon ordentlich Damage, Mama. Aua. Das hat nicht hingehauen. Au. Falsche Taste. Falsche Taste. Ah. Gottes Willen. Aber sein Schild ist gleich wieder down. Dann gibt es gleich wieder auf die Mütze. Vorher kriege ich auf die Mütze. Jetzt. Zack. Noch nicht jetzt. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Ah, das war die falsche. Was tue ich? Nur Mist. Au. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber ist okay. Jetzt drauf. So. Mach dich weg. Hat's gereicht? Immer noch nicht. Okay, den Rest machen wir so. Nicht das hier, sondern das da. Zack und tschüss. Oh nein, er ist noch nicht mal besiegt. Er haut nur ab. Oh, Sedan! Ganz allein zu kämpfen. Ich hatte Angst um dich. Oh, das Mifa-Thema. Dennoch danke ich dir. Das war sehr mutig, kleine Sida. Und den dürfen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder steuern. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.